Hallo, hier ist wieder Oliver3911 mit dem Let's Play zu Tomb Raider Underworld. Und wir müssen jetzt den sinkenden Kahn verlassen. Ganz einfach aus dem Grund, er sinkt. Oh, und ich fürchte, da liegt die Framerate im Keller. Das war gewaltig. Nein, da brennt's. Also gehen wir hier lang. Das ist übrigens alles gescriptet hier, ja, also. Scheiße. Oh, da waren wir nicht schnell genug. Na gut. Versuchen wir es halt nochmal. So, okay, da sind wir durch. Und jetzt hier alles gescriptet, das Schiff kippt um 90... Oh, scheiße, Grad. Okay, und dieses Kippen des Schiffes hat uns hier einen Weg eröffnet. Den wir jetzt auch nutzen werden. Und zwar klettern wir hier hoch. Das habt ihr ja auch schon, wenn ihr es gesehen habt, in Jones Spoiler oder Werbung oder was auch immer das war, gesehen. Hier ist alles durchgescriptet, ja, also wird man gleich sehen, hier wird gleich was abbrechen und dann haben wir wieder einen neuen Weg. Oder hier auch fällt was runter. Also das ist alles ganz schön gemacht. Alles schön durchgescriptet, finde ich natürlich ganz schön. Ich habe ja an sich nichts gegen Skriptungen, nur wenn es zu nervig wird. Also in dem Fall hier ist es eine gute Skriptung. Hier ist, glaube ich, jetzt was runtergefallen und dadurch haben wir jetzt diese Treppe bekommen oder so. Hier hat man es gerade gesehen. Hier ist diese Abdeckung runtergeflogen und deswegen sind jetzt diese Ventile hier frei. Also alles schön durchgescriptet. Für jeden, der es nicht weiß, scripten ist, man betritt einen bestimmten Punkt im Spiel und dadurch wird eine bestimmte Aktion ausgelöst. In dem Fall halt, dass ich da hochgeklettert bin, dann fällt halt die Abdeckung runter. Ist klar soweit, oder? Gut, nach oben geht's nicht, aber nach unten können wir. Scheiße. Das ist noch schlimmer als in Mirror's Edge, diese scheiß Passagen hier. So, Zwischensequenz wieder. Juhu! Das Schiff sinkt, wie blöde. Es sinkt, oh Gott. Also es sinkt im Sinne von, es geht unter. Nicht es sinkt im Sinne von, es sinkt wieder. Gib dir einen Header! Und weg sein, ne? Und der Mann ist wieder entkommen. Warum haben wir sie damals eigentlich nicht gleich getötet? Verdient hätte es. Ich meine, wir haben Milliarden von Söldnern getötet. Laut Nadler soll Avalon und die nordische Unterwelt Helheim ein und derselbe Ort sein. Niemand kann das Reich ohne Mühen hier, den Hammer des Donnergottes Thor betreten. Hat mein Vater in Thailand etwa nach Thors Hammer gesucht? Keine Ahnung. So, jetzt können wir hier Dings auswählen. Was nehmen wir? Ein leichtes oder ein mittleres Dschungel-Outfit? Im Dschungel ist es warm, also nehmen wir es leichter. Oh, was nehmen wir für eine Waffe mit? Maschinenpistole, Schrotflinte, Sturmgewehr. Na, Harpune wird uns, glaube ich, nicht viel bringen. Betäubungswaffe. Ich stehe auf Sturmgewehr. Oh, ich muss noch einen Schluck trinken. Besser. Oh. Heute ist Sonntag, ne? Habt ihr die Zeitumstellung gut überstanden? Also habt ihr eure Uhren schon umgestellt? Es ist jetzt, bei mir ist es jetzt 13.18 Uhr, das heißt, wenn ihr die Uhr noch nicht umgestellt habt, ist es bei euch 12.18 Uhr. Aber wenn ihr das Video guckt, ist es eh erst nach 16 Uhr oder sowas. Apropos, ich habe bei mir auch noch nicht alle Uhren umgestellt. Mein Telefon zum Beispiel hat noch 12 Uhr drin stehen, das war hier bei Einstellungen. Ich bin jetzt ruhig und stelle so lange meine Uhr um. Keine der Ruinen ist von hier unten zu sehen. Und wenn Vater hier gewesen ist, hat er keine Spuren hinterlassen. Was zum Teufel hat Thailand mit Wikingern?
oder Ruin unter dem Mittelmeer zu tun. Oder mit Avalon. Helheim-Sip. Verschiedene Mythen benutzen unterschiedliche Namen, aber es geht immer um dieselben Relikte aus der antiken Welt. Und eines dieser Relikte lebt immer noch. Ich möchte nicht in Amandas Haut stecken, falls Nagla freikommt. Und ich möchte in keinem von uns stecken. Du tust aber nun mal leider in dir stecken. So, was haben wir jetzt? Überreste. Tagebucheintrag freigeschaltet. Juhu. Jetzt wollte ich aber noch schnell meine PSP umstellen. Meine Güte. Das ist, wenn man bis um 10 mitteleuropäischer Sommerzeit schläft und dann halt ist es schon um 11 mitteleuropäischer Sommerzeit. Jetzt wäre vielleicht doch die Harpune ganz angebracht gewesen, oder? Hat mein Computer sich eigentlich schon umgestellt? Doch, das durfte er eigentlich. Der synchronisiert die doch mit Internet. Ich möchte jetzt nochmal kurz meine PSP umstellen. Solange lasse ich euch mal die Tagebucheinträge lesen. Aber das war die falsche Taste. Die sind im PDA drinne. Könnt ihr mal ja mal lesen. So, was haben wir jetzt? Mittelmeer, Expedition, Niflheim, das hattet ihr alle schon gesehen. Das mache ich genauso wie beim letzten Mal. Angucken, Pause drücken, lesen, wenn es euch interessiert. Ist jetzt ja nicht mehr HD, aber egal. Wo haben wir denn hier eigentlich meine PSP, den Zeiteinstellung? Weiß jemand, wo man in der PSP die Zeit einstellt? Ach hier, Datum und Zeiteinstellung. Gut, Tor habt ihr gelesen. Tor ist Handschuhe, viel Spaß beim Lesen. So, habt ihr gelesen, Amanda Abbott ist vielleicht ganz interessant, gucke ich mir auch mal ein. Hat mir nie verziehen, dass wir damals in Peru töten. Aha. Oh, das ist praktisch. Wusstet ihr, dass man in der PSP direkt eine Option hat, Sommerzeit? Nein, interessiert euch nicht, ne? Nadla. Nadla war die unsterbliche Königin von Atlantis. Er ist Präsidentin von Nadla Technologies. Egal, könnt ihr lesen. So, Thailand-Expedition. Ich weiß nicht, wie eng mein Vater mit Nadla zusammengearbeitet hat. Ist mir auch scheißegal. Was haben wir sonst noch? So, Schauplätze erneut besuchen. Achso, kann man dann Level wiederholen, oder was? Drücken Sie Hilfe um das aktuelle Rätsel. Inventar, Waffenauswahl, Gebietsinfo. Was haben wir denn bei der Gebietsinfo? Ah, hier habe ich auch schon wieder 3 Artefakte Schätze gesammelt. Aber dafür von 30, das heißt, es bleibt noch ein bisschen was übrig, was ich noch nicht eingesammelt habe. Das heißt, in diesem Level stehen die Chancen gut, dass wir noch was finden. So, wir klettern jetzt hier rüber. Bevor uns die Haie töten. Und bevor uns die Zeit davon läuft. Yeah! Und da geht die Framerate in den Keller wie blöder, aber egal. So, und hier sieht man wieder ihre schönen Kletterkünste im Free Climbing. Aber wirklich, Free Climbing ist eigentlich übertrieben, weil es läuft auch an Wegen lang. Obwohl man sagen muss, hier kann man jetzt nach rechts und links aus abbiegen. Genau, das mache ich jetzt auch mal. Because hier oben gibt es, glaube ich, noch ein Medipack. Und hässliche Spinnenviecher. Nein! Damned, warum bin ich jetzt abgestürzt? Egal. So, wir versuchen jetzt noch das Medipack zu sammeln. Und dann sehen wir uns Thailand an. Ein wirklich schönes Level. Schön durchdesignt. Ist wirklich schick. Aber ich glaube, so wie die Grafik aussieht, habe ich DirectX 10 nicht an. Denke ich jedenfalls mal. Denke ich mal, das ist nicht on top. Das ist übrigens auch ein Feature, was eingefügt haben. Du kannst jetzt von der Klippe aus dingsen. Irgendwo Käfer. Das finde ich ganz fies in dem Level, immer diese Käfer, die siehst du nicht. Du musst wirklich rumrennen und die Waffe gezogen halten, damit du sie siehst. Weil ansonsten siehst du die nicht, erst wenn sie dich ins Face springen. Also es sind Facecrapper, oder wie das heißt. Wie hießen die bei Half-Life? Ja, welche, die sich an dein Gesicht dran kratzen und dann töten sie dich. So, also, jetzt machen wir Schluss für heute. Da hinten ist noch ein Stein, ne? Noch ein Stein. Ne, das war die Lampe. Hier ist nochmal das Fernglas. In Anführungsstrichen Fernglas. So, hier ist unser Schiff. Hinten ist ein riesiger Felsbrocken. Sieht wirklich schön aus, da würde ich auch gerne mal Urlaub machen. Oh, ich freue mich schon diesen auf Urlaub. Wo fahrt ihr eigentlich hin in den Sommerferien? Wenn ihr wegfahrt, wo fahrt ihr hin? Ich fahre nach Korkos, das ist irgendwo in Griechenland. Irgend so eine Insel? Ja, Griechenland, ich weiß, pleite. Oh, Griechenland pleite. Aber egal. Hoffen wir mal, dass sich das bis zum Sommer so ein bisschen beruhigt hat. Also ich fahre nach Kos, ziehe mir da irgendwelche alten Ruinen an. Werde einen Haufen Söldner abschießen und
Ja. Hier könnte man eigentlich fast einen Screenshot machen, ne? So gut sieht das aus. Sieht eigentlich wirklich ganz schick aus. Okay, gut. Ich habe mich schon wieder völlig verquatscht. Ich bin Oliver3911. Das war wieder mal ein Part von meinem Let's Play Tomb Raider Underworld. Was war jetzt mit der Kamera? Egal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski und bye bye.